Hallo meine Feuerwappensteine, herzlich willkommen. Heute mal nicht aus dem Brickcamp, sondern aus Australien. Ich habe euch gesagt, ich kann es euch nicht versprechen, ob heute an diesem Montag ein Video kommt. Aber an diesem wunderschönen Sonntag, wo ich jetzt hier unterwegs bin, in den Blue Mountains, habe ich mir gedacht, können wir doch ein kleines Let's Schwätz machen, oder? Wenn euch interessiert, was so in Zukunft auf meinem Kanal abgeht, was ich die letzten Wochen so privat getrieben habe, bleibt einfach dran und schaut es euch an. Let's go. Ja, wie fangen wir an? 2 Wochen Australien-Dienstreise gehen zu Ende. Zum Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, beziehungsweise wenn das Video online geht, sitze ich schon im Flieger wieder Richtung Deutschland und werde dann am Dienstag, den 13. irgendwann mal vormittags in Frankfurt landen. Freue mich auch schon wieder richtig riesig drauf, muss ich sagen, daheim zu sein. Ja, ein bisschen Frau und Hund vermisst man dann schon. Und es warten auch ein paar sehr schöne Sets auf mich. Überwiegend, sagen wir mal so. Ich habe von meiner Frau erfahren, die mich so ein bisschen gespoilert hat, dass da ein größeres Paket gekommen ist. Mit einem Schlösschen drauf. Wo sie gesagt hat, hast du ein Schloss in Schwanstein bestellt? Und ich so, nee. Somit stimmen die Gerüchteküche, der liebe Sascha von Berlin Bricks hat es am Samstag in seinem Video erwähnt, dass laut Gerüchte nicht nur der Paul, beziehungsweise Paul ist bewiesen, bei ihm ist es nachgewiesen und die Gerüchteküche hat gemogelt, dass ich auch so ein Ding gekriegt habe. Jo. Anscheinend gibt es sehr liebenswürdige Menschen in dieser Community, die keine Kosten und Mühen scheuen, uns drei leiden zu sehen. Olle, ist schon eine heftige Nummer. Also, ja, man hat es ein bisschen provoziert mit den Sprüchen, den Streams im Sinne von, ihr macht es ja eh nicht, aber wenn man zu euch sagt, ihr springt nicht von der Klippe, dann macht es doch auch nicht. Ja. Auf jeden Fall, ja, ich werde das Ding auch bauen, aber es wird sich noch ein bisschen ziehen. Ich habe tatsächlich auf der Rangliste noch ein paar Sets, die auf jeden Fall vorgehen, weil in den letzten 5 Wochen ich nur unterwegs war und so gut wie gar nicht zum Bauen gekommen bin und ich erstens noch Modelle brauche, die ich euch gerne vorstellen möchte, die gebaut werden müssen und auf die ich richtig Bock habe. Ja, ich habe ein paar schöne Brickheads bestellt. Die sollten schon da sein. Dann muss ich die Steine für euch noch sortieren. Es sind die Steine gekommen für den Soldier Brickhead. Jeder von euch, der da Interesse hat, bitte mir nochmal kurz, entweder auf dem Dogecord oder via E-Mail. Seht ihr bei mir im Kanalinfos, in den Kanalinfos meine E-Mail, einen kleinen Reminder schicken. Ich habe 5 Leute aufgeschrieben. Aber dass ich ja keinen vergesse, falls noch Interesse besteht, einfach schreiben. Ich sage euch dann, was so ein Ding kostet, inklusive Versand. Und dann könnt ihr es euch natürlich immer noch überlegen. Das wird auch noch ein bisschen Arbeit. Ich möchte es aber tatsächlich mit den Steinen sortieren sehr zeitnah hinbekommen. Ja, also sortiert sind sie wahrscheinlich schon das Wochenende, dann, wenn ich wieder zurück bin, das darauf folgende Wochenende, werde ich das mal abends machen. Abpacken, vorbereiten, könnte sich dann noch ein bisschen ziehen. Oktober wird nämlich noch mal ein bisschen knackig. Ja, September, Oktober ist noch ziemlich voll. Ich werde dann auch 1,5 Wochen noch in München rum chingeln. Das zu dem privaten, sagen wir es mal so, Teilprivaten. Wie geht es auf dem Kanal weiter? Ende September, Anfang Oktober ist geplant, dass der liebe Donnergurgel und ich weitermachen mit dem Klemmbaustein im Untergrund. Es ist gut angekommen, ihr habt Spaß dran gehabt, finde ich, oder zumindest war so das Feedback. Ihr könnt mich auch gerne was anderes wissen lassen, einfach in den Kommentaren reinknallen. Und ich habe auch vor, vielleicht auf meinem Kanal ab und zu mal abends zu streamen, wenn da Interesse von euch besteht und sagt, ja, Soldier, haben wir voll Bock drauf, macht doch mal, dann auch, wie gesagt, gerne einfach kommentieren. Das ist immer so, die Let's Schwätz Videos sind für mich so ein bisschen, ja, meine Ideen an euch raustragen, was ich denn so vorhab und
Ich bin da auf jeden Fall über jedes Feedback froh, was ich von euch bekomme. Das liebe Set vom Kammerjäger möchte ich nämlich im Stream mal so nach und nach bauen. Der Typ 99 vom Keyblade, da freue ich mich schon richtig drauf. Also es sind schon ein paar Schmankerl daheim. Ich habe von Cumin ein Set, ist angekommen, kurz bevor ich geflogen bin, was ihr mir empfohlen habt fürs Museum. Am Museum muss ich jetzt unbedingt weitermachen. Ich bin schon weiter, aber ich weiß immer nicht, wenn nur so ein kleiner Fortschritt ist, ist es doch gar nicht so interessant für euch. Da möchte ich auch gerne mal, dass ihr mir ein bisschen Feedback gebt. Sind auch kleine Fortschritte interessant, wenn ich dann ein kurzes Video mache? Oder nein, eher wenn wirklich wieder richtig was erkennbar ist an so einem Modul. Ich bin mir da mal sehr, sehr unsicher. Ich habe sogar noch ein paar Trigger-Sets, bin aber da ein bisschen gerade zurückhaltend, was das Bestellen angeht, weil einfach wirklich echt viel auf Halde ist. Sluman hat nämlich ein witziges Set rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ich mich da zusammenreißen kann, es nicht zu bestellen. Es ist nämlich drei Panzer, 1 zu 35 Maßstab, ein Tiger, ein Merkava. Ich glaube, ein T14 Armata war noch der dritte. Wie gesagt, Maßstab 1 zu 35 ferngesteuert. Ah, würde mich schon reizen. Aber halt mit, oh, was günstigste Preis, was ich jetzt gesehen habe, waren 62 Dollar inklusive Versand. Ich hoffe es zumindest. Bei dem Shop habe ich noch keine Erfahrung, wo ich es gesehen habe. Interessiert euch sowas? Ja, nein, vielleicht. Mich triggert schon ziemlich hart. Und Suban, weiß ich nicht, die bringen schon zurzeit immer wieder interessante Sets. Zum Thema Suban, ich habe ja in dem Jagdpanther, genau, Video von Suban gesagt, ich habe da mal so eine Teilereklamation gemacht. Bis jetzt habe ich zumindest noch keine Rückantwort via E-Mail. Bin mal gespannt, wenn ich dann am Dienstag daheim bin, ob vielleicht ein kleines Tütchen da ist mit dem Ersatzteil, ob das geklappt hat oder nicht. Ich werde es in die Kommentare mal reinknallen unter dem Jagdpanther, falls was gekommen ist oder falls nichts gekommen ist. Ja, was gibt's sonst Neues? Eigentlich nicht viel. Die Winterzeit fängt jetzt an. Daheim muss ich noch ein bisschen was machen. Da kommt eine neue Heizung. Da wollen sie auch warm haben im Winter. Ja. Schwieriges Thema. Lass mal. Ja, Dienstreisen sind dieses Jahr Gott sei Dank meines Wissens sind keine größeren mehr geplant. Somit kann ich mich mal wieder ein bisschen mehr an meinen Kanal widmen. Ich bin in den letzten Wochen natürlich aufgrund auch dieses Zeitversatzes von über 8 Stunden, gut 8 Stunden, ein bisschen ruhiger geworden im Discord und allem drum und dran. Ich habe auch gedacht, dass diese Ruhe mein Kopf aus dieser Schlinge dieses Diamond-Sets rauszieht. Aber Satz mit X, das war wohl nix. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich freue mich riesig auf euch wieder, euch mal im Stream zu sehen, zu hören, beziehungsweise euch zu lesen. Oder auf Discord und Co. Nächstes Video kann ich euch noch nicht sagen. Wird echt witzig, wenn ich zurückkomme. Muss ich erst mal schauen. Ich habe gerade nichts mehr in der Pipeline. Ich bin da eh immer sehr spontan. Also meistens ist es ja echt so, dass ich sonntags die Videos mache, die montags rauskommen. Siehe heute. Aber gerade auch daheim bei den Sets, ich habe es euch gesagt und es wird auch immer so sein, auf das, was ich Bock habe, mache ich ein Video. Natürlich, wenn ich mehrere Sets zur Auswahl habe und ihr sagt, boah, Soldier, da hätte ich jetzt schon voll Interesse dran, dann schreibt es mir gerne. Ja, also ist kein Thema. Da mache ich jetzt keine Priorität. Aber ja, sonst da, wo ich gerade Lust drauf habe. Ich würde sagen, das war's. Ich wünsche euch wieder einen schönen Wochenstart. Lasst es euch gut gehen. Ich werde jetzt zur Veröffentlichung, zum Zeitpunkt, wenn das Video online geht, 22 Stunden, 21, 22 Stunden im Flieger abhängen. Mit einem kleinen Zwischenstopp in Singapur. Da werde ich noch auf eine kleine Suchmission gehen. Ach so, ja, Australien, Klemmbausteine. Der Lego Store war 300 Meter von meinem Hotel weg. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Brickhead, La Katrina, was es in Deutschland gerade nicht mehr gibt. Da komme ich nicht so zu Stores. Und
leider nichts Besonderes gefunden. Bisschen Mega-Constructs, aber echt nichts, wo ich sehe, wo ihr sucht. Ja, ich krieg's ja immer dann im Discord schon mit, wenn ich's lese. Gerade diese Hot Wheels Autochen, aber da gab es ja auch nicht wirklich was. Also, hier gibt's halt Lego. Ja, was ich gesehen habe, war von Kawada bei der Sydney Opera. Zwei Kawada-Sets, aber Diamond. Nein, das lassen wir mal schön. Okay, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.